Unter dem Motto, mach worauf du Bock hast, startet die IHK zu Schwerin am 1. Juli eine eigene Ausbildungskampagne. Hintergrund der Aktion sind laut IHK-Präsident Matthias Behlke fast 20% weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge. Behlke spricht von alarmierenden Zahlen. Ihm zufolge verunsichert die Corona-Krise Ausbildungsinteressierte wie Unternehmen gleichermaßen. Mit ihrer Aktion in den sozialen Medien möchte die IHK zu Schwerin daher die jungen Menschen erreichen und für eine Ausbildung in Westmecklenburg motivieren. Ja, wir wollen eigentlich den Unternehmen und aber vor allen Dingen auch den Schulabgängern jetzt nochmal aufzeigen, was hier bei uns im Kammerbezirk in Westmecklenburg möglich ist. Wir haben über 700 freie Angebote in unserer Lehrstellenbörse in der IHK zu Schwerin und wir möchten damit auch zeigen, dass jetzt, die letzten Wochen war das natürlich ein bisschen schlecht möglich, aber welche großartigen Möglichkeiten zur Ausbildung es hier bei uns vor Ort gibt. Unsere Botschaft ist, alle jungen Menschen, die einen attraktiven Ausbildungsplatz in Westmecklenburg erhalten möchten, können das auch. Und wir haben eine breite Palette, 145 Berufe, die in Westmecklenburg ausgebildet werden. Und da müsste eigentlich auch für jeden etwas dabei sein, sodass man hier in Westmecklenburg in der Heimat auch weiterhin bleiben kann. Schließlich war in Zeiten von Corona keine klassische Berufsorientierung an den Schulen möglich. Projekttage, Berufsberatung und Jobmessen mussten abgesagt werden. Allein in Westmecklenburg gibt es aber 3.950 Schulabgänger. Um diese anzusprechen, setzt die IHK nun erstmals auf eine rein digitale Werbekampagne mit modernen Formaten auf Instagram und Facebook. Laut Peter Todt, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung bei der IHK zu Schwerin, wurden noch zum letzten Ausbildungsstart im Jahr 2019 etwas mehr als 1.200 Verträge geschlossen. Wir möchten natürlich das gleiche Ziel erreichen, da uns in den letzten 6 bis 8 Wochen die Kanäle der Schulen komplett weggebrochen sind, haben wir uns natürlich überlegt, welche zusätzlichen Wege können wir gehen, um die Jugendlichen, ihre Eltern bzw. auch die Großeltern anzusprechen, um auf unsere Ausbildungsverträge oder Ausbildungsmöglichkeiten hinzuweisen. Dazu dient diese Kampagne. Die Aktion, die maßgeblich von Auszubildenden der IHK mitgestaltet wurde, läuft bis zum 31. August. Neben Anzeigen auf YouTube und in Apps wird in einer Kooperation mit der Nahverkehr Schwerin GmbH auch auf den TFT-Bildschirmen über den Ausbildungsstart informiert. Nähere Informationen erhalten Interessierte über die Azubi-Hotline, ein direkter und unkomplizierter Draht zu den IHK-Ausbildungsberatern.